Ich habe gerade eine ziemlich sinnlose Diskussion zur Ständeratswahl gesehen, wo es um die Frage ging, um wie viel ein Flugticket nach New York teurer werden soll. Keiner der Diskutanten hat offenbar verstanden, worum es geht und was Greta Thunberg nicht müde wird zu wiederholen. Das CO2-Budget der Erde geht zur Neige. Jeder, der nach New York fliegt, schießt 2,6 Tonnen CO2 in die Atmosphäre. Das muss kompensiert werden, sofern das überhaupt geht. Und das kostet nach Angaben von MyClimate und anderen 50 bis 60 Franken für dieses eine Ticket. Das ist nur das Geld, um den Schaden auszugleichen. Das ist nicht verhandelbar. Das muss in den Flugpreis eingebaut werden. Da bleibt nichts für soziale Wohltaten. Die kämen, wenn man wollte, obendrauf.